Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 52. Ja, Jenny bewegt sich jetzt immerhin mal zum Essen. Ah, das Malware-Abwehr-Plugin macht das Surfen im Netz für alle sicherer und Max erhält 48 Simoleons. Und geht zur Arbeit. Zu spät, aber immerhin hat er fleißig programmiert. Jo, gucken wir mal, ob die nur 75% erledigt. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen, dass der seine Programmierarbeit auch macht. Ja, und Jenny, wo steckst denn du? Ach, du isst hier, und zwar ein Joghurt. Das macht doch nicht satt. Oh, und die kleine Luna ist stinksauer. Die ist dreckig und müde. Da haben wir doch die Caroline. Caroline, du könntest mal die Luna baden. Warum kann sie nicht die Luna baden? Sie will sich schon lustig vorstellen. Ja, das ist eine gute Idee, wenn ihr euch noch gar nicht kennt. Stell dich mal lustig vor. Ja. Oh, und die Post wurde zugestellt. Da sind bestimmt Rechnungen gekommen. Oh. Na, das ist ja kein sehr guter Start bei den beiden. Aber trotzdem kann sie sie jetzt baden. Zumindest theoretisch. Und leg mal diesen Tonklumpen weg. So. Und Jenny, du musst leider noch die Rechnung bezahlen, bevor du ins Bett gehen kannst. Na? Rechnungen bezahlen. Ich räume mal hier ein bisschen Geschirr auf. Na, da muss man aber weit fahren mit der Maus. So. Na, immerhin, das hat geklappt. Das stelle ich mal hier bereit. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Baden klappt. Ja, das klappt doch ganz gut. Okay, und danach könntest du dann vielleicht auch die Luna in den Schlaf lesen. Jetzt ist bei Luna und Jenny der ganze Tagesrhythmus durcheinander. Toll, habe ich gut hingekriegt. Geh einfach mal schlafen. Vielleicht haben wir das ja bis zum Nachmittag irgendwie wieder ein bisschen ausgeglichen. Das da hält noch 4 Stunden. Tja, gucken, ob Caroline ein bisschen hungrig ist. Ich stelle das mal in den Kühlschrank. So. Na, da bin ich ja schon ganz froh, dass wir die Caroline im Haus haben. Die haben immer so lustige Deklamationen bei ihrem Vorlesen. So, wunderbar hast du das gemacht. Ganz toll, Caroline. Jetzt gucken wir mal, du könntest hier noch den Tee säubern. Und dann könntest du, ah, gut, du hast gemalt. Ja, nicht sehr wertvoll, aber ich schlage dir vor, putz dann mal das Waschbecken, geh duschen und male einfach noch ein klassisches Gemälde. So, und ich glaube, ich lasse das einfach mal etwas schneller laufen. So, ja, das ist hier alles in Ordnung soweit. Jenny kann jetzt in Elternzeit gehen. Na, bin ich ja mal gespannt, ob ich da morgen dran denke. Außer ich schaffe es, dass sie da den Level 7 endlich mal kriegt. So, Comedy. Na, das Witze erzählen hat noch nicht gereicht.
Das ist eine mühsame Geschichte. Und bei der Luna, na, die muss man denken üben. Und die muss noch ordentlich aufs Töpfchen. Ich habe mir überlegt, dass ich, weil ich, so ähnlich hatte ich das, glaube ich, schon gesagt, aber das habe ich noch verstärkt überlegt, dass ich die Kleinkinder altern lasse, wenn sie bei allem Level 3 haben. Denn das ist jetzt offenbar auch in die offiziellen Regeln eingeflossen. Und es macht ja auch Sinn, weil dann kriegt man einen Bonus für die Schulkindzeit. Gut. Die Schulkinder sind von der Schule zurück. Dann gucken wir doch mal, was wir hier tun können. Ja, Zack ist jetzt Zweier-Grundschüler. Das ist prima. Jo. Du guckst dir das Aquarium an, wunderbar. Dann guckst du dir am besten nochmal mit Tonformen nochmal das Aquarium an. Und dann isst du was. Und Tabea, du kommst mal nach Hause und machst dann gleich mal deine Hausaufgaben. Und was macht, ja, sie hat Level 4. Und wie weit ist sie von der 1 entfernt noch? Sie ist eine Einserschülerin. Oh, ja. Gratuliere, meine Liebe. Du brauchst keine Hausaufgaben machen. Stopp, 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 stopp. Du hast Geburtstag. Ich bin begeistert. Haben wir noch einen Kuchen? Ja. Sehr schön. Dann darfst du den gleich mal auspusten. Ah, er hat wieder diesen merkwürdigen Geburtstagskuchenback. Ich frage mich, was da mit diesen. Aber manchmal funktionieren die jetzt nicht so richtig. Jetzt geht's. Wunderbar. Was ist denn das? Jetzt ist er auf dem Stuhl geschwommen. Okay. Das war jetzt aber auch ein sehr merkwürdiger Bug. Ganz, ganz merkwürdig. So. Okay. Jawohl. Tabia ist älter geworden. Ja, sie war ja kreativ. Ich mache ihr sie einfach auch zu einem kreativen Menschen. Dann kann sie schön malen. Oh. Oh, sie sieht ja ganz ähnlich aus wie ihre Schwester. Aber mit lila, rosa. Schick. Tu mal wieder Kerzen drauf. In letzter Zeit gab es so viel Kuchen. So. Hey, du gefällst mir ausgesprochen gut, meine Liebe. Und wie sexy du angezogen bist. Bleib mal kurz da stehen. Da müssen wir jetzt mal irgendwie einen schönen Screenshot hinkriegen. Möglichst einen ohne Kühlschrank. So. Ja, wenn ich so. Ja, dann sieht man keinen Kühlschrank. Ein bisschen belämmert schaut sie gerade rein. Aber ansonsten ist doch richtig schick, hey. Toll. Wie schnell sie das hingekriegt hat. Gut, meine Liebe. Okay, du darfst dann einfach mal die Hausaufgaben für die Großen anfangen. Sehr gut. Jetzt haben wir zwei Teenies im Haus. Wunderbar. Zack, ja, Zack spielt. Okay. Ess du erstmal. Das ist eine sehr gute Idee. Und danach musst du auch Hausaufgaben machen. Ah, und Tyler holt sich jetzt wohl eine Portion Spaß. Das machen wir aber anders. Du machst jetzt erstmal die Hausaufgaben. Das ist heute wichtig. Ich muss ja jetzt auch die Kinder möglichst schnell aus dem Haus kriegen, damit die Jenny nicht zu lange Lücken hat beim Schwangerwerden. So, das stellen wir mal hier hin. Okay. Jenny ist jetzt fast ausgeschlafen und super hungrig. Steh du mal auf. Und Luna.
Ist auch super hungrig. Dann holen wir ihr mal was aus dem Kühlschrank. Nehmen wir das da. So. Luna, aufwachen. Okay. Wütend ist sie. Aber Lunge hat noch im Bett rum. Aufstehen, meine Kleine. Ja, die Großen haben sich zur Mutter ins Zimmer gesetzt. Schick sieht sie aus. Richtig schick. So, da versuche ich mich nochmal an einem Screenshot. So. Okay. Gut. Tabea, gehst du jetzt zum Essen? Luna, gehst du jetzt zum Essen? Ja. Ja, die müssen ja noch, was braucht sie denken? Wie üblich. Aber immerhin hat sie da fast Level 2. Und Tyler und Tabea sind soeben beste Freunde geworden. Das ist gut. Ja, ich denke mal, es sind jetzt eigentlich an dem Sack gebe ich noch mal die Hausaufgaben auf. Mach die mal. Und jetzt reise ich mit Jenny noch kurz entschlossen zu Jens und Alinas Familie. Denn es sind ja jetzt genügend Leute da, um auf Luna aufzupassen. Also, auf zur Reise. Ja, der Max wurde zum Star-Ingenieur befördert, obwohl er die Tagesaufgabe nicht vollständig fertig gemacht hat. Das ist doch klasse. Aber er muss jetzt von 9 bis 17 Uhr arbeiten, also eine Stunde früher. Tja. Nun ja, das ist schon ein harter Job. Aber immerhin, er hat schon mal eine Beförderung bekommen. So, jetzt. Ja, prima. Dann begrüß doch gleich mal den Jens. Moment, jetzt ist er schon am Abhauen und ich habe hier nur so blöde Optionen gehabt. So. Umarmen ist gut und mal über den Tag verschönern. Das ist eine gute Sache. Und dann gucken wir hier mal in das Haus rein. Runterfahren. Warum will das nicht? Ah, jetzt muss er erst anklopfen. Ah, darum will das nicht. Ah, das ist vielleicht nicht die Haustür. An Tür klopfen. Ja, das ist der Nachteil von so einem. Ja, wunderbar. Dann kann sie ja mal Alina begrüßen. So. Tag verschönern. Und ihn kann sie begrüßen. Die kennen sich ja bisher kaum. Sollen mal schmeicheln und nach Tag fragen. Und gucken wir mal. Ah, da sind die verschiedenen Kinder. Lauter Kinder. Den Jens soll sie auch mal begrüßen. Und dann kann sie mal hier mit den Kindern anfangen. Freundlich vorstellen. Und die Yuki kann sie über Träume reden. Und hier Lotte kennt sie schon, das ist gut. Da soll sie mal Tag verschönern. Und dann soll sie sich freundlich vorstellen bei Franz. Hatten wir dem diese Lockenpracht gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht Brian Thompson? Nee, für den haben wir jetzt gerade keine Zeit. So. Gucken, ob das alles. Die ganzen Vorstelldinger sind alle im Sande verlaufen. Ganz toll.
Jetzt kannst du hier mal hingehen und dich bei Franz vorstellen, freundlich vorstellen. Und dann machst du hier einfach mal, die haben keinen Müll im Bad. Das habe ich wohl versäumt. Und das Baby, das müsste ja irgendwo. Okay, das ist mal wieder im falschen Haus, Dings gelandet. Ja. Ja, die bräuchten hier eigentlich so Verbindungstüren. Aber dann müsste ich da das Bad kleiner machen. Und das wäre ja eigentlich schade. Und es gäbe hier dann so einen engen Gang. So. Hast du dich vertraut gemacht mit der Kleinen? Nö. Dann mach das nochmal. Und dann freundlich beruhigen. Ob sie das wohl macht? Jenny? Wo steckst du? Ah, ja, jetzt geht sie hoch. Da muss sie wohl öfters mal hinkommen. So, und dann gucken wir mal, ob sie dem Samuel einen Schlüssel geben kann. Nein. Und ob sie der Alina einen Schlüssel geben kann? Ja, das geht immerhin. Wir machen das halt in Etappen. Wenn sie die alle kennt, kann sie die zumindest mal alle einladen. So. Ah, Jenny, du solltest ihr doch mal den Schlüssel geben. Warum macht die alles so langsam? Jenny, wo bist du? Steht so dumm rum. Ach, Jenny. Jetzt gib ihr doch mal schnell den Schlüssel, damit sie auch aufs Klo kann, die Alina. Warum geht das nicht? Na, prima. Gut, Jenny, das hast du erledigt. Dann geh mal als nächstes hier hin. Und dann gibst du dem Baby mal die Flasche. Denn momentan geht der Jens freiwillig hin und kümmert sich drum. Na, aber er macht nur hier Tülüt. Und Schusch. Na, immerhin. Aber das ist bestimmt hungrig. So, jetzt. Ja? Sehr schön. Und dann liebkoste mal. Merkwürdigerweise hat sie gar keine Beziehung zu der, obwohl sie ja die Oma ist. Ja, ich probiere das jetzt einfach nochmal. Vielleicht hat sie jetzt eine etwas bessere Beziehung. Ja, ich lasse sie mal älter werden. Weil dann könnte die auch mitkommen, wenn die mal eingeladen werden. Ja, sehr schön. Na, hat dunkle Haare, sehr logisch. Die Alina ja auch. Das ist ja die Tochter von Alina. Ah, hat sie jetzt auch den auf den Arm habe Bug? Scheint so. Das hatte ich schon mal in irgendeiner anderen Challenge hatte ich das kürzlich. So. Und warte mal, Jenny, bevor du da wegläufst, lern doch mal hier auch den Hans kennen. Denn den kennst du auch noch gar nicht. So. Jenny,
Du darfst hier danach mal was zu essen nehmen. Na, jetzt sind die gut beschäftigt. Ja. Und hast du den jetzt kennengelernt? Tach verschönern. Er ist wütend. Dann lobe ihn doch mal. Und dann gucken wir mal, ob sie der Yuki schon den Schlüssel geben kann. So. Freundlich. Okay. Na, das sieht nicht so aus. Na dann. Soll sie mal von Herzen kommendes Kompliment machen? Und okay. Bitten Baby zu fühlen? Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht dann gut genug ist für den Schlüssel. Ja. So. Sonst machen wir das beim nächsten Mal. Kennenlernen. Umarmen. So. Na, die Yuki ist eigentlich eine Einzelgängerin. Die hat es auch nicht leicht in diesem 8-Personen-Laden. So. Tja. Ich denke mal, momentan geht das noch nicht. Die laden wir einfach mal ein. Oh, und Jenny ist auch super hungrig. Sie muss auch mal dieses Baby vom Arm loskriegen. Ich lasse sie jetzt mal nach Hause fahren. Also, oh, es ist mitten in der Nacht schon wieder. Oh, kurz vor 2. Also, tschüss. Jo, da ist sie wieder zu Hause. Das Kleinkind hat sie dort gelassen, was ja auch so erhofft war. Und jetzt gucken wir mal, ob die alle schön im Bett sind. Das sieht nämlich nicht so aus. Also, fangen wir mal hier erstmal mit den Schulkindern an. Ja, er geht aufs Klo. Das ist in Ordnung. Gut, dann lassen wir ihn mal. Tabea guckt sich die Fische an. Ja, die soll aber ins Bett. Tabea schläft, glaube ich, hier, ja. Und der Zack, der turnt noch rum, was ja ganz gut ist, aber der muss natürlich auch ins Bett. Den schicke ich einfach auch mal ins Bett. Schläft der hier? Nee, wo schläft denn der? Der hat aber schon im Bett, gell? Zack, wo wohnst denn du? Und da ist wohnt doch Tyler. Also nimm mal das Bett. So. Und geh mal schlafen. Ja, Tyler besorgt sich jetzt noch Spaß. Du musst aber, ne, der ist fast ausgeschlafen. Gut, dann ist das nicht so dringend. Die Tabea hatte einen Töpfchenunfall und Hunger. Das heißt, die kriegt jetzt erstmal was zu essen und dann stopfe ich sie auch ins Bett. Da muss wieder was gekocht werden. So. Okay. Und Tyler, das finde ich sehr löblich, dass du das wegräumst und danach musst du dann aber ins Bett. Ja, sehr schön. Geh du mal ins Bett. Und ich denke, jetzt habe ich das Wichtigste erledigt. Dann mache ich mal einen Cut.
Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.